Sie sind hier, 27. Dezember 2018, 12.45 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefanie Böhler nimmt erstmals nicht an der Tour de Ski teil. Urheberrecht Getty Images. Der DSV verkündet sein 18-köpfiges Aufgebot für die anstehende Tour de Ski. Eine erfahrene Langläuferin ist erstmals nicht mit dabei. Die deutschen Langläufer starten erstmals ohne Steffi Böhler in die Tour de Ski. Wie der Deutsche Skiverband DSV am Donnerstag bekannt gab, gehört die 37-Jährige, die bislang an allen Auflagen teilgenommen hatte, nicht zum 18-köpfigen Aufgebot für die 13-Tour. Die Sportsoldatin hat in dieser Saison noch kein Weltcuprennen bestritten. Die Tour de Ski verpasst Böhler, weil sie einen Autounfall mit einem Hirsch hatte. Ich habe noch Probleme mit anhaltenden Effekten von einem Schleudertrauma. Das Auto ist heile, aber mein Hals bereitet mir Probleme, schrieb sie bei Facebook. Die Sportsoldatin hat wegen einer Muskelverletzung noch kein Weltcuprennen bestritten. Bei den Damen fehlt außerdem Nicole Fessel wegen einer Fußverletzung. Die deutschen Herren treten dagegen ab Samstag in Toplach, Italien, in voller Mannschaftsstärke an. Darunter auch Janosch Brugger, bislang einziger deutscher Sieger eines Weltcuprennens in dieser Saison. Nach dem Auftaktwochenende in Südtirol stehen Rennen im schweizerischen Valmöster 1. Januar, Oberstdorf 2. und 3. Januar, sowie der finale Berganstieg im italienischen Val dei Fiemme 5. und 6. Januar an. Für die DSV-Athleten steht bei der Tour de Ski die Qualifikation für die nordische WM 19. Februar bis 3. März im Vordergrund. Die Tour ist eine Zwischenstation in Richtung WM für uns, sagte Peter Schlickenrieder, Teamchef der deutschen Mannschaft. Einige Teilnehmer werden daher nach Oberstdorf aussteigen, um Kräfte für den Saisonhöhepunkt zu sparen, das deutsche Aufgebot in der Übersicht. Frauen 8, Julia Bäger, Katharina Hennig, beide Oberwiesenthal, Viktoria Karl, Zellamelis, Laura Gimmler, Oberstdorf, Pia Fink, Bremilau, Sandra Ringwald, Schonach Rohrhardtberg, Elisabeth Schicho, Schliersee, Anne Winkler, Seider, Männer 10, Thomas Ring, Rhön, Lukas Vögel, Geisach, Janosch Brugger, Schluchsee, Jonas Dobler, Traunstein, Sebastian Eisenlauer, Sonthofen, Andreas Katz, Bayers Braun, Valentin Mertig, Oberwiesenthal, Florian Notz, Römerstein, Max Olex Patenkirchen, Thomas Wieck, Zellamelis von Sportinformationsdienst.